Also, wir reagieren jetzt auf Alpha Kevin, wie große YouTuber und Streamer auf TikTok nach Geld betteln und sich dabei blamieren. Der nächste große YouTuber hat anscheinend seinen Weg zu TikTok gefunden. Komm, wir machen so. Verliererteam sagt, dass ABK der Geilste ist. Alle tippen. Ich mache gerade 1 gegen 2. Wir müssen Kuchen dazu überreden. Wir müssen. Leute, ich jetzt Haken sind jetzt wichtig, Freunde. Jetzt einmal Gas geben. Ich bin mal ganz ehrlich, Abo Red kann ich es nicht mal übel nehmen, Alter. Der hat gerade ganz andere Probleme als das. Weißt du, was ich meine? Und der ist ja, also KS-Freak ist ja auch insolvent. So, man weiß es ja. Palin, danke schön für den Sub. So, die sind ja beide insolvent. So, deswegen, ja. So, das ist halt irgendwie so ein Spaß für sich. So, obwohl ich mit KS-Freak an sich gar nicht mehr so ein Problem habe, weil ich habe den ja auch getroffen und da war der ja ganz cool und so, aber wir wissen ja alle, woher es kommt. So, und das bestätigt es ja immer so. Immer wenn man irgendwelche Leute auf TikTok sieht, dann denkt man so, ja, läuft nicht mehr bei dir. Und in dem Fall ist es ja so. Oh, Story mit dem... Ich finde das halt absolut verwerfliche Scheiße, weil du bist nur online, du bietest kein Content, du battlest halt ununterbrochen und das läuft auf TikTok streamen 500 Leute gleichzeitig und die machen alle nur das, die ganzen größten deutschen TikTok-Streamer, die machen nur das hier. Da gibt es hier oben so einen scheiß Balken, der sich je nachdem, wie viel Geld dem Streamer gespendet wird, in die Richtung oder in die Richtung füllt. Wenn er jetzt hier 100 Euro gespendet bekommt, dann geht der blaue Balken in die Richtung. Und das ist der Stream-Inhalt. Stundenlang. Das gibt Streamer, die sind so 10 Stunden am Tag online. Die ganze Zeit machen die das. Super Galaxy, Freunde, wir haben noch eine Minute. Wir müssen den Abstand höher halten. Er wird gleich snipen wollen. Deswegen noch einmal Action. 10 Sekunden mal 2. Jeder von deinen Zuschauern kann dir 3 Punkte geben. Ja, tippt auf mein Gesicht. Jalla, ihr wolltet mich schon immer anfassen. Jetzt ist euer Moment. Auch viele Creator haben sich jetzt gedacht, ey, das ist eine super Sache, um dick Cash zu machen. Machen den ganzen... Man muss aber auch sagen, auf mich wirkt das so unrealistisch viel, was auf TikTok gespendet wird. Es ist so unrealistisch viel, wie viele Leute da random kommen. Ich kann mir... Real Talk, das ist so eine Vermutung, die ich einfach habe, ist, dass TikTok da einfach irgendwelche Mitarbeiter mit reinpusht, um dieses Streaming-Thema irgendwie höher zu machen. Weil du bekommst so, du musst nicht mal betteln auf TikTok und du bekommst so viele Spenden als Streamer. Das ist krank. Als wenn da, ich schwöre, Mann, es gibt Leute, die spenden innerhalb eines Streams 7000 Euro. Irgendwelche normalen Menschen, woher nehmen die denn das? Sowas hast du auf Twitch noch nicht gesehen. Das ergibt keinen Sinn. Ich bin der Meinung, dass TikTok da irgendwelche Mitarbeiter in die Streams schickt, die denn da Geld raushauen, damit das so wirkt, als ob TikTok immer krass wäre. 100%. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Da gibt es irgendwelche Leute, die da 5, 6, 7.000 Euro innerhalb von 2 Stunden spenden. Tag lives auf TikTok diese Challenges und machen dann irgendwelche Bestrafungen. Mach Rolle. Nochmal Rolle. Ey, oh, du bist der Beste. Oh, Alter. Gut, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe Alter. Mal so für den Kontext, man macht so Matches und wer mehr Geld von seiner Community kriegt, der hat... Ich brauch irgendwas Süßes zum Trinken, sonst kipp ich hier oben, Alter. Was war das denn gerade? ...hat am Ende gewonnen. Wir müssen wieder die Sniper rausholen, wir müssen den Abstand wieder halten. Jetzt müssen wir aufholen, noch mehr Abstand, wir brauchen noch mehr Abstand, Freunde. Es ist fremdschamerregend, peinlich und maximal geldgeil. Das ist ja eigentlich mit der... Junge, 360p, ist ja... Guck mal, wie scheiße das aussieht. Hä, es hat sich nichts verändert. Nein, einfach keine Grüße geht raus. Jede von heutigen Videos sind die sogenannten TikTok-Live-Battles bzw. Live-Matches, bei denen oftmals wohlhabende Influencer wie obdachlose Menschen nach Geld betteln. Nur der Unterschied zwischen Obdachlosen und Influencern ist einfach, Obdachlosen geht es wirklich nicht gut, sie sind auf das Geld angewiesen und benötigen es einfach. Und Influencer möchten einfach reicher und reicher werden, indem sie ihre Also der einzige... Der Geld hat, ist, glaube ich, er. Also, er ist der Einzige, dem ich glaube, dass er einfach durch seine ganzen Tracks und sowas. Ich bin der Meinung, der hat Millionen auf dem Konto. Ich weiß zwar nicht, warum er bei diesem ganzen TikTok-Zeug mitmacht. Wahrscheinlich, weil ihm es einfach um Reichweite geht. Er will einfach gesehen werden, aber ich glaube, der Typ hat nicht abgekackt finanziell. Er hat abgekackt, hat er selbst zugegeben. Und er hat abgekackt, er hat es nicht selbst zugegeben, aber Mimi hat es zugegeben.
Zuschauer ausnehmen. Und in diesem Video geht es zum einen um diese ekelhafte Bettelei und um bekannte YouTuber und Streamer, die sich nun diesen TikTok-Battles hergegeben haben, obwohl sie es niemals nötig hätten und sogar damals immer meinten, dass sie das niemals tun würden, beziehungsweise selbst solche TikTok-Battles verabscheuen. Doch was genau ist eigentlich das Prinzip von solchen TikTok-Live-Battles? Eigentlich ist es ganz simpel, es gibt zwei Parteien bei einem Match. Die eine Seite bzw. Partei ist rot und die andere Seite ist blau. Welche Seite in binnen von wenigen Minuten mehr Punkte erreicht, hat dann später das Match gewonnen. Punkte kann man zum einen dadurch gewinnen, indem Leute auf dem Bildschirm tippen, ist dann allerdings mühsam und aufwendig, man bekommt halt nicht so viele Punkte dazu, aber man bekommt vor allem sehr viele Punkte dazu, wenn einem gespendet wird. Denn wenn man Geschenke an eine gewisse Partei spendet, dann bekommt die gespendete Partei auch sehr viele Punkte dazu. Je höher der Betrag dieser Spende ist, umso mehr Punkte werden einem angerechnet. Da kann es dann auch schon mal sein, dass irgendein Zuschauer, der den Bezug zum Geld verloren hat, einem Influencer ein TikTok-Universum schenkt, welches sage und schreibe 525 Euro wert ist. Und TikTok pusht dann noch richtig rein. Wenn du dieses TikTok-Universum, wenn du das raushaust, dann wird das auf ganz TikTok-Livestreams, dann wird das auf allen TikTok-Livestreams auf der Welt angezeigt, dass du das rausgehauen hast. So pusht da TikTok noch rein. So, um dich nochmal anzuspornen, 500 Euro Geschenk rauszuhauen. Excuse me, what the... By the way, wird auch ganz oft vergessen, wie viel eigentlich die Plattform TikTok von diesen Spenden einbehält. Denn TikTok sah schätzungsweise ganze 50% der gesamten Spenden für sich... Ich habe immer 70% gehört. ...selbst ein. Und der Streamer bekommt am Ende des Tages auch nur 50% davon. Das sagen aber die Livestreamer den Zuschauern natürlich nicht. Denn kein Supporter möchte ja gern 50% seiner Spenden an die Plattform TikTok abgeben. Und nur 50% geht dann wirklich an den Streamer. Beängstigend ist aber vor allem die Zielgruppe, die oftmals damit erreicht wird. Denn laut Statista gaben 73% der 16- bis 19-Jährigen an, die Plattform TikTok aktiv zu nutzen. Da es aber keine Umfrage gab, die ein noch jüngeres Publikum erlaubt hätte, kann man auch davon ausgehen, dass sehr viele Menschen auch unter 16 Jahre alt sind. Also TikTok ist vor allem bei jungen Leuten sehr, sehr beliebt und attraktiv. Es wirkt sich ja ohnehin schon sehr negativ auf die Konzentrationsfähigkeiten bei einem Menschen aus. Und als wäre das nicht schon genug, geben vor allem auch junge Menschen ihr Taschengeld für TikTok-Streamer aus. Und wie schlimm das ist und wie die Streamer ihre Zuschauer dazu manipulieren, immer mehr Geld zu spenden und welche Summen da fließen, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Bestes Beispiel ist hierbei wirklich der alle echte Apu R.E.D. Wirklich, du kleiner Go. Es gibt wirklich super viele Streamer, die nach Spenden betteln, die auch auf TikTok schon eine gewisse Größe haben. Da ich aber jetzt ausschließlich bei YouTubern und Twitch-Streamern geschaut habe, was die dort so veranstalten, muss ich feststellen, dass Apu der größte Bettler von allen ist. So zielt er immer wieder darauf ab, dass die Leute ihm doch endlich mal Geld spenden sollen, damit beispielsweise ein KuchenTV eine Strafe bekommt und er, ich liebe ABK, sagen muss. Komm, wir machen so, Verliererteam. Ich verstehe nicht, ich verstehe auch nicht, warum er da mitmacht. Ich meine mal, so argumentativ, ich bin ganz ehrlich, ich bin auch auf TikTok, weil Reichweite einfach krank ist. Da kommen Leute auf dich, die die schon 10 Jahre nicht mehr gesehen haben. Ey, Dicker, dich gibt's noch, geil, 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 und folgen rein. Für Reichweite ist es geil und deswegen feiere ich dich das auch. Und deswegen bin ich auch manchmal online auf TikTok, währenddessen ich auf Twitch live bin, um irgendwie so ein bisschen Reichweite. Es ist halt geil. Aber diese Livestreaming-Szene, die besteht zu 90% nur aus Leuten, die sind 10 Stunden am Tag online, um nach Geld zu betteln. Und ich meine nicht so, wie wir Twitch-Streamer, dass wir das irgendwie so dankend annehmen, sondern der Inhalt basiert nur darauf. So, die betteln die ganze Zeit, ey, wir müssen den schlagen, wir müssen den schlagen. Und dann schminken die sich und dann schlagen die sich gegenseitig. Und Alter! Sagt, dass ABK der geilste ist. Leute, alle tippen. Okay, weißt du was? 1 gegen 2. 1 gegen 2. Leute, Leute, alle tippen. Warte. Leute, 1 gegen 2. Wir müssen richtig ernst machen. Alle tippen. Ich wollte gerade 1 gegen 2. Freunde, wir müssen gleich auch mal alle liken und tippen. Wir müssen gucken, was wir reden. Wir müssen. Digga, wir müssen, ihr wisst Bescheid, das ist sehr wichtig. Leute, wir müssen gewinnen. Mal trotzdem zwei, vor den Punkten hin. Freunde, 1 gegen 2, wir machen gerade 1 gegen 2. Wann ist mal 2, Digga? Wann ey, Red, hört ihr das? Leute, wir brauchen noch ein bisschen, halbe Minute. Die jetzt Charaktere sind jetzt wichtig, Freunde. Jetzt einmal Gas geben, Zepter vom Kubisch. Leute, die letzten 20 Sekunden, Freunde, das ist sehr wichtig. Ihr wisst, worum es geht. Das ist so widerlich, Alter. Leute, let's go. Ich hab mich auf TikTok schon echt oft darüber aufgeregt, wie diese Leute die ganze Zeit nur in irgendwelchen Like-Battles sind. So, es gibt kaum richtigen Content. Es gibt ganz wenige. Das, was ich schön finde an TikTok, es gibt so Omis, so 60-, 70-Jährige auch so. Also nicht so wie sie, also auch so wie sie. Die sind dann so in Vierer-, Fünfer-Gruppengespräche und reden einfach miteinander. Denen geht's gar nicht ums Geld oder sowas. Es geht denen einfach nur darum, dass sie mit anderen telefonieren können. Und das finde ich wieder geil. Bin ich ganz ehrlich mit euch, das feiere ich. Das gibt auch viele, die das einfach normal nutzen, um sich zu unterhalten. Aber diese ganzen jungen Leute, da benutzt TikTok keiner irgendwie, um irgendwie zu unterhalten oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach nur darum, Geld auszugeben. Permanent. Oh, let's go, Freunde. Einmal Action. 10 Sekunden noch. Du hast gerade 2.800 Euro gemacht. Leute, wir müssen gewinnen. Ja, ja. Ganz schnell noch. Wichtig. Oh, aber auch
Oh, Vegeta mit dem Baba-Galaxy-Hasen. Also, es ist wirklich einfach nur peinlich. Und noch peinlicher ist es, dass die Leute ihm wirklich noch Geld spendeten und KuchenTV dann am Ende des Tages wirklich weniger Punkte bekam, weshalb er dann die Strafe durchziehen musste. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum traurigsten Punkt. Denn diese Zuschauer spenden den Streamer nicht, weil sie die Streamer cool finden, zu ihnen aufsehen oder sonstiges. Nein, es wird den Streamer nur gespendet, damit man sehen kann, wer welche Strafe durchziehen muss und wer sich jetzt im Stream zum Ei oder zum Deppen der Nation macht. Deshalb entstanden dann auch folgende Clips als Bestrafungen. Bell! Mach Rolle! Nochmal Rolle! Mann, erwachsene Männer, Alter. Bell! Zunge raus! Stellt euch vor, euer Vater spielt immer den... Kerl und sagt jedes Mal, was Sache ist, und dann schaut ihr euch auf TikTok um und seht einfach das hier. Ey, wirklich kein Bock mehr. Wie kann man sich bitte so zum Ei machen? Und oftmals ist es ja so, dass die Strafen immer schlimmer und schlimmer werden und man sich immer mehr steigert. So gab es zum Beispiel einen Typen namens Engelsgesicht, der als Bestrafung in seinen Fernseher reinschlagen musste. Ja. Wo wuchs deine Ahnung, was zitiert? Das, meine lieben Freunde, sind... Warum, Alter? TikTok Live Battles. Das ist die Plattform, bei... Und so ein Fernseher kostet 400, 500, 600 Euro. Das kann sich ja nicht mal lohnen. Sowas als... Er hofft sich in dem Moment einfach nur, dass es ein viraler Clip wird. Naja, hat ja auch funktioniert irgendwie scheinbar, aber... Unterhaltung gewertet wird und man doch einfach nur seinen Spaß haben möchte. Sorry, aber wenn das Unterhaltung sein soll, dann will ich einfach nicht mehr. Wie kaputt... Wenn die kein Geld damit verdienen würde, du würdest nicht einen einzigen erwachsenen Mensch bellen hören. Würdest du nicht. Das ist doch Rumgelaber. Muss ein Mensch bitte sein, um das witzig oder unterhalten zu finden. Deswegen wünsche ich mir, dass es irgendwie Leute gibt auf TikTok, die einfach nur auf TikTok sind, weil sie ein bisschen unterhalten wollen. So, weißt du, weil sie einfach Bock haben, da den Content reinzubringen. So, ich wünsche mir ein paar normale Leute. Immer wenn ich durchswitche, ich sehe keine normalen Leute auf TikTok. Das sind immer irgendwelche komischen. Entweder sind das so richtig komische, die mir Angst machen, oder es sind irgendwelche Leute, die nach Geld betteln. Das ist doch scheiße. Diese TikTok-Kultur, diese Battle-Like-Kultur, das passiert auch ganz oft. Auf TikTok gibt es halt irgendwelche Väter, die neben ihren Sohn sind und tun so, die haben sowas präpariert, als wenn sie im Krankenhaus oder sowas sind. Das gibt es auch. Diese richtig übelsten Battle-Line, habt ihr das mal gesehen? Das ist schon fast kriminell. Aber das ist nicht deutsch, das ist dann so international. Da ist so ein Vater, der tut so, als ob sein Sohn sich verletzt hat und oh, danke, danke, oh mein Gott, so dieses, wie am Bahnhof. Das ist genau dasselbe wie am Bahnhof, nur auf TikTok. Und dann so, irgendwer spendet eine Hose, Digga, das ist, ich schwöre, das ist so fucking kriminell, was da teilweise abgeht. Was die da machen, die tun so, als ob ihre Kinder im Sterben liegen, um Geld zu bekommen. Ich schwöre, das müsst ihr euch angucken, das ist krank. Das ist einfach nur komplette Verblödung, absolute Erniedrigung und vorbildlich geht hier niemand in... Und der Humanste ist noch dieser eine Typ, der sagt, bei 1000 Zuschauern rasiere ich mir die Haare ab. Scheiße, es sind 1000. Bei 1100 rasiere ich mir die Haare ab. Das ist noch der Humanste auf TikTok, glaubt es mir. Diesen Streams um. Leider muss ich das jetzt ebenfalls hier ansprechen. KuchenTV hatte bei diesen Streams ebenfalls mit teilgenommen und naja, nicht wirklich sein Bestes dazu gegeben. Ich muss sagen, ich liebe ABK, ich liebe ABK. Ich liebe ABK. Ich liebe ABK. Ich liebe ABK. Wie viel habe ich? Donner, verdient, du Frauen. Du hast gerade erst 8 Stimmen. Komm, hau dir in die Fresse, Mann. Alter, das ist so. Hey. Ich will immer Videos gegen ihn. Ich liebe ABK. Happy Recording. Mach mal gegen Kühlschrank, scheißegal. Ich liebe ABK. Ich hab's noch besser. Oh, ABK. Oh, du bist der Beste. Oh, ABK, du bist der Beste. Ey, wie will man sich denn da noch retten? So, dann gibt's erst dieses übelste Scheißthema um ihn herum, wo es dann um dieses Frauen-Thematik geht. Dann wird's irgendwie ruhig um ihn. Und dann hypt er auf einmal wieder mit solchen Videos. So, ach, Alter, also ich bin ganz ehrlich, langsam wird es auch ein bisschen schwierig, da irgendwie noch Verständnis für zu sehen. Ich bin ganz ehrlich, ich mag KuchenTV eigentlich. Ich komme auch eigentlich mit ihm gut klar, aber dieses... Wie er sich online präsentiert, in jeglicher Hinsicht,
jetzt auch mal auf seinen Twitter-Account bezogen. So, ich meine mal, manchmal ist der Humor ja ganz lustig, aber der übertreibt so oft und hat so auf Zwang immer diesen Bock darauf zu übertreiben in jeglicher Hinsicht. Also auch so dieses schwarze Humor-Ding immer so, hä, ich habe schwarzen Humor und ich muss jedem zeigen, wie krass er ist. So, weißt du, nach diesem Motto. Das ist so, also langsam ist irgendwie so ein Schwellwert erreicht, wo ich auch kein Verständnis mehr dafür habe. So, ich bin ja eigentlich jemand, der ihn verteidigt, aber das ist... Boah, ich bin gerade erschrocken. Alter Schwede. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Schämt ihr euch nicht alle für das, was ihr dort veranstaltet? Ey, ich muss ehrlich sagen, ApoRed war der Einzige, der sich in der Situation am besten verhalten hat. Denn er hat den Stream direkt verlassen, nachdem er die Scheiße gesehen hat. Ein Leon Mascher und KS-Reek sehen aus wie die letzten Vollidioten, aka Mobber, die jemanden anstiften, extrem Dummes zu tun. Also dicken Disrespect an diese Vollgoofies. Und KuchenTV findet es unterhaltend, sich so zu präsentieren. Sorry, aber ich kann darüber echt nicht lachen. Ich finde das wirklich extrem fremdschamerregend. Ich bin natürlich jetzt auch nicht die Zielgruppe, aber wir als Meinungsblogger waren doch immer gegen so eine Scheiße, was die Jugend komplett verblödet. Und jetzt sehe ich, dass KuchenTV genau den gleichen Spaß dort abgibt. Was ich bei KuchenTV halt immer sehe, ist, dass immer wenn etwas nicht läuft, dann hängt es damit zusammen, dass irgendwelche Algorithmen nicht funktionieren. Er glaubt, dass YouTube gegen ihn ist, er glaubt, dass Instagram gegen ihn ist, er glaubt, dass jede Plattform gegen ihn ist und deswegen die Videos nicht gut ankommen. Er versucht die Schuld immer von sich abzuschieben. Gezogen hat. Ey, da bin ich ehrlich gesagt komplett enttäuscht, weil ich mir sicher war, dass er sich gerade die letzten Monate eigentlich echt wieder gefangen hatte. Ich hoffe bei Gott, dass ich solche Livestreams in der Konstellation nie wieder... Ja, Bro, der hat sich ein Haus gekauft. Der wohnt in einem Haus, der hat ein Kind, der fährt einen Audi A8, der echt schön ist als Wagen. So, das sind ja alles Sachen, die muss man sich leisten können. So, und ich weiß noch, da wo er sehr gut Geld verdient hat, hat er uns gefühlt jeden Tag gezeigt, dass er mit beiden Accounts immer jeweils 30.000, 40.000 Euro verdient. So, weißt du, so. Und das ist ja dann irgendwann, wenn man so einen relativ teuren Lebensstil, wenn man so einen Lebensstil pflegt, dann fängt man auch irgendwann an, ein bisschen ängstlich zu werden, weil das ist halt viel Geld, was da weggeht. Ich will nicht wissen, wie viel Geld. Der hat bestimmt 3 oder 4 Mal so viele Fixkosten wie ich. Und das ist halt, irgendwann hat man halt einen Punkt erreicht, der einen halt wirklich unter Druck setzt. Und wenn man sich einen Lebensstandard auf einen Hype aufbaut und diesen Hype dann nicht mehr gerecht werden kann und deshalb auch nicht mehr die Statistiken davon hat, dann wird es halt irgendwann, dann wird es irgendwann gruselig. So, weißt du, dann kriegt man auch irgendwann Panik und dann setzt man sich irgendwann auch herab zu solchen Sachen, die da halt passieren und dann wird es halt wirklich... das sehen werde. Weil du musst Geldberater werden. Ich habe schon so sinnlos viel Geld ausgegeben, du glaubst es nicht. Auch gerade aus Faulheit. Extreme Scheiße schon gemacht. Nee. Also ich bin bestimmt kein Geldberater, ich gehe nicht gut mit Geld um. Also in manchen Belangen bestimmt, so ich bin jetzt noch nicht insolvent, aber das hängt auch einfach nur damit zusammen, dass ihr krass reinsupportet, so keine Ahnung. Würde ich normal verdienen, ja dann hätte ich es verlangt. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ohne Witz kein Mensch aushält. Ich habe wirklich eine scheiß Zeit hinter mir, wo ich unglaublich unnötig viel Geld ausgegeben habe. Ihr habt das ja teilweise mitbekommen. Also davon komme ich jetzt gerade wieder runter. Das ist ganz gut, dass ich jetzt wieder... mich da auch gar nicht mehr interessiere, aber es gab wirklich eine Zeit, ich habe so unglaublich unnötig viel Geld ausgegeben für so unnötige Drecks-Scheiße. Mann! Und deswegen, so damals habe ich gesagt, ja, ich kann gut mit Geld umgehen und jetzt muss ich erstmal ein halbes Jahr beweisen, dass ich wieder ein normaler Mensch geworden bin, und dann kann ich auch irgendwann wieder anfangen zu sagen, ich kann mit Geld umgehen, ihr nicht. Aber jetzt gerade bin ich einfach, nee, ich bin wirklich, also ich habe unglaublich viel Scheiße. Ach, nee, also... bin ich gut mit Geld umgegangen in der letzten Zeit. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Und ich mich wirklich unfassbar fremdschäme. Man sieht halt einfach so gut, wie weit Menschen für so eine Unterhaltung gehen. Wenn ein Mann sich als Hund verhält, jemand seinen Fernseher für das Geld kaputt schlägt oder man ich liebe ABK stöhnt, dann weiß ich auch nicht, wo es hierbei noch irgendeine Grenze gibt. Und das Traurige ist einfach, viele Jugendliche werden sich so eine Scheiße abgucken, sich selbst zum Deppen machen, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Weil sie merken, ey, bei... Kannst du 2, 3 Sachen aufzählen, die du heute nicht mehr kaufen würdest? Meine scheiß Dior-Jacke, die ich gar nicht mehr anziehe, weil sie zu kurz ist und ich mich dafür schäme, weil sie einfach nur prollig wirkt. Meine Burberry-Bauchtasche, die mir unangenehm ist, weil groß Burberry draufsteht. Ansonsten gebe ich extrem viel Geld für Equipment aus, aber das ist ja eigentlich nicht sinnlos. Gut, die Louis Vuitton-Schuhe, das ist ja auch eine Wertanlage. Die könnte ich ja theoretisch auch wieder verkaufen. Also mindestens für denselben Preis, wofür ich sie gekauft habe. Und das funktioniert bei Louis Vuitton. 100%. Das 1.100-Euro-Parfüm. Das ist doch der beste Beweis dafür, wie sinnlos ich mein Geld rausgehauen habe. Wo ich mit Monte shoppen war. Ich habe mir einen scheiß Louis Vuitton-Duft gekauft, der nach Kuhscheiße riecht. Das war die schlimmste Investition in meinem Leben, Alter. Junge!
anderen Streamern funktioniert das ja auch. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr wirklich dazu beigetragen habt, dass diese Plattform immer mehr verdummt, auch die Jugend immer mehr verdummt und sich daran irgendwie ein Beispiel nimmt. Auch enttäuschend ist, dass mittlerweile Montana Black selbst auf der Plattform TikTok angefangen hat zu streamen. Danke, mein Lieber. Und nicht nur irgendwas zu streamen, sondern er hat ebenfalls TikTok-Battles gemacht. Und das lief halt komplett krank, denn er machte mehr Euro in binnen von wenigen Minuten. Jeder von deinen Zuschauern kann dir 3 Punkte geben. Also einfach auf mein Gesicht tippen, oder was? Ja, richtig. Ja, tippt auf mein Gesicht. Jalla, ihr wolltet mich schon immer anfassen. Jetzt ist euer Moment gekommen. Was für ein Ding. Er bekam, by the way, in der ersten Runde 136.000 Punkte, was über... Junge, 42.000 Zuschauer, das ist krass. ...1.600 € betragen könnte. Im zweiten Battle bekam er 139.000 Punkte, was auch nochmal so ein ähnlicher Betrag ist. Und im dritten Match machte er 113.000 Punkte. Also er sahnte binnen weniger Minuten mehrere tausende Euros ab, nur weil dort ein Battle stattfand. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Und das Problematische an seinen Streams ist jetzt nicht, dass er auf TikTok angefangen hat, einfach einen Livestream zu starten. Das nicht. Das Problem ist eher, dass jetzt noch mehr Leute im positiven Sinne auf diese TikTok-Battles aufmerksam geworden sind und das ebenfalls nachahmen, weil sie merken... Ja, das wird immer doller und immer doller. Alter, der hatte 40.000 Zuschauer in diesem Livestream dabei. Das hat sich rumgesprochen. Viele wissen nicht mal, dass es... Viele von TikTok wissen nicht mal, dass es Livestreams gibt. Aber dadurch pusht das jetzt immer mehr rein und es wird immer mehr verseuchen und es wird immer mehr Leute wegziehen. Ach Mann, ey, scheiße, Alter. Dass das Geld bringt. Also ich glaube, das wird ein ganz, ganz, ganz großer Faktor in der nächsten Zeit. Die Leute sehen, ey, selbst ich habe utopisch viel Geld bekommen. Ich habe 4 oder 5 Mal auf dieser Plattform gestreamt, ohne wirklich rumzubetteln. Ich habe mich nur bedankt und habe auch knapp 2.000 verdient. Diese Plattform ist krank. Aber für mich wirkt das nicht natürlich. Da kommen Leute hin, ich habe deren Namen noch nie in meinem Leben gesehen. Die kommen zu mir, hauen 500 € raus und hauen wieder ab. Das ist nicht echt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das sind irgendwelche TikTok-Mitarbeiter. Das funktioniert. Das sind doch keine echten Leute, die so viel Geld ausgeben. Die Streams von den jeweiligen Streamern hier ansah, ist mir auch aufgefallen, dass kein einziger von diesen Livestreams irgendwo unterhaltsam oder sinnvoll war. Also irgendwie hat es nichts beigetragen. Keine gute Konversation, man hat sich nur zum Hampelmann gemacht und es fand eine peinliche Ansage nach der anderen statt. Also wenn das die neue Art von Unterhaltung ist, dann muss ich ehrlich sagen, bin ich an der Stelle wirklich raus. Lieber bin ich auf Twitch und man kann mir dort freiwillig Geld spenden, weil es mir halt als Content Creator einfach gegönnt wird. Na gut, kann man auf der anderen Plattform, ist man ja auch nicht dazu genötigt, das zu machen, aber man pusht das natürlich schon extrem. Und gerade wenn dann so jemand wie Montana Black, Alter, und du haust da irgendwie was raus und er so, wow, ey, danke schön. Als dass ich mich für TikTok Live Battles hergeben muss. Also gerade so große Leute wie Abo Goku und Montana Black, die ja auf der Plattform Twitch wirklich schon was dastehen, da ist schon... Wenn die wenigstens so ihr... Natürlich, die können doch gemeinsam live gehen, aber ich verstehe nicht, warum die diese Donation-Battles machen. Natürlich Geld, klar. Ist auch krass so. Ist auch für Monte ist das krass, wenn der da in 20 Minuten Stream 5.000 € mitnimmt. Natürlich ist es auch für den krass. 100%. Aber Alter, das geht in keine gute Richtung. Und ich prognostiziere es, das wird in den nächsten Monaten und Jahren wird TikTok-Livestream ganz, 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 ganz großes Thema. Und der Content und die Menschlichkeit darin wird sehr, 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 sehr viel abnehmen. 100%. Guck mal, was für ein Hype das gerade macht. So. Und TikTok belohnt dich nicht nur mit Reichweite, sondern auch mit Geld. Und das sind halt beide Sachen, die immer mindestens ein Influencer anspricht. Wenn ein Influencer ist immer angesprochen von Reichweite und der ist natürlich auch oft angesprochen von Geld. Natürlich ist man immer angesprochen. Man würde nicht immer alles dafür tun. Viele würden alles dafür tun. Denen ist das scheißegal. Weißt du, ich meine, aber... Ich bin der Meinung, dass da noch eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit vor uns steht. Ich sag nicht, dass TikTok-Livestreams an sich per se schlecht sind. Ich finde das geil, weil man spricht damit viele Menschen an. Der Algorithmus von TikTok ist crazy. Wie gesagt, ich mache in einem Livestream 5.000 bis 10.000 Follower. Das ist krank, was für eine Reichweite man da... Natürlich ist es jetzt nicht so, du kannst jetzt nicht live gehen und machst 10.000 Follower. Ich mache 5.000 bis 10.000 Follower, weil alle mein Gesicht kennen. So, aber ich spreche da Menschen an, die mich seit 5 Jahren nicht mehr gesehen haben. Und das finde ich krass. Weißt du, was ich meine? Das ist geil, aber dass alle auf TikTok gehen und gleich diese Donation-Battles machen, das zerstört halt alles. Und ich würde das geil finden, wenn es da irgend so eine Gegenbewegung gibt von Leuten, die nicht nur darauf aus sind, irgendwie die Leute auszunehmen. Damit ich dann dort nach Geld bettle. Und das dann nur, um keine Strafe zu bekommen. Digga, also wirklich, kannst du dir nicht ausmalen. Sehr perfide Angelegenheit und ich persönlich würde mich einfach nur extrem schämen, wenn ich Teil dieser Battle-Ära wäre, um den Kindern und unschlauen Erwachsenen Geld aus den Taschen zu ziehen. By the way, sorry, falls ich ein bisschen erkältet klinge, denn zufälligerweise bin ich erkältet, meine Stimme kackt ab und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Haut rein, ciao.
Ja, ist gut, sich für das Thema einzusetzen, wird nur nichts bringen. Es wird gar nichts bringen, so, weil die Leute, weil das ist einfach zu krass, es ist zu unmenschlich, was auf dieser Plattform passiert. Es ist einfach so.